aussichtslos, wieder zurück nach Hause zu gelangen. Nichts ist aussichtslos. Mein Vater zum Beispiel. Er glaubt bis heute, dass man als Wissenschaftler einen sicheren, aber langweiligen Job hat. Ach, wenn er mich jetzt sehen könnte. Man muss das Problem in mehrere Teilprobleme zerlegen. Erstens, wo sind wir? Zweitens, wo ist, relativ dazu gesehen, die Erde? Drittens, wie sind wir hierher gelangt? Und viertens, führt derselbe Weg auch zurück? Erst wenn wir die Antworten auf diese Fragen kennen, können wir einen konkreten Plan für die Rückkehr fassen. Solange interessieren mich andere Dinge. Zum Beispiel, die Eingeborenen kennen weder Donner noch Blitz. Wie kommt das? Funktioniert Elektrizität hier anders? Und wieso sehen wir keine Alten? Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in dieser Welt eine weit längere Lebensspanne haben als wir. Faszinierend. Alleine um den Himmel zu kartografieren und die Planeten zu benennen, werde ich Wochen brauchen. Wir werden uns also die Zeit bis zur Heimreise schon vertreiben. Aber eines Tages geht es zurück. Ich bin mir sicher, Schrödingers Katze ist zu 50% lebendig und wir sind zu 50% bereits wieder zu Hause. Wir wissen es nur noch nicht.